Hi! Also, ein Tavern Brawl dürft sie doch tatsächlich nur ausgehen vom Urlaub. Und ich habe gehört, also sagen wir so, ich habe es gelesen, dass heute um 23.30 Uhr anscheinend nur eine große Hearthstone-Ankündigung kommen wird. Da bin ich schon sehr gespannt. Aber jetzt erstmal der Tavern Brawl. Schauen wir mal, was wir diese Woche haben. Also, was wieder mit einem eigenen Deck. Okay, man startet mit 10 Mana. Wie kann man denn am meisten machen mit 10 Mana? Knappen wir uns mal einen Priester. Leitbaum ist wahrscheinlich auch nicht so blöd. Ich hab noch eine. Naja, eigentlich braucht man fast nur da schauen. Alex Strasser ist wahrscheinlich nicht schlecht. Defin. Ja, Ragnaros, Kel'Thuzad, Needs, Gromagus. Ja, Dr. Boom geht auch noch. Sylvanas ist sicher nicht schlecht. A Sunwalker ist vielleicht auch nicht so blöd. Müssen die Gegner ganz schön rundherum. Also, es werden sicher viele Leute sehr fette Minions spielen, wo es nur einen spielen können, so wie ich jetzt zum Beispiel. Da ist der Sunwalker vielleicht gar nicht so blöd. Emperor Taurus-San ist interessant. Sludge Belcher wahrscheinlich auch. Was haben wir denn noch so viele Spells? Natürlich haben wir Shadow of Deaths. Müssen wir Fort Steals reinnehmen? Mind Games haben wir eine. Games sind sicher toll. Da haben wir die auch noch rein. Resurrect. Oder Fort Steel. Ach, das reicht jetzt schon mal. Probieren wir mal. Bin mal gespannt, was man da jetzt sieht. Generell vermute ich mal, dass das Spieler mit mehr, also mit einem größeren Kartenpool, so wie jede Menge Legendaries, höhere Chancen haben wie andere. Bei dem. Schauen wir mal. Also Shadow of Death behalte ich schon mal aus. Grogsor behalte ich mal auch auf. Kann man nicht schön zu zweit spielen. Vorher was kriegt, was einfach nur zu viel Mana kostet. Wir haben sogar Coin. 11 Mana. Okay, wir fangen gleich mit einer Karte an. Und was noch? Stormwind Champion. Shadow of Death. Ich glaube, die
Shadow World Devs dann ziemlich stark da. Force Tank Max. Ja gut, ich hab zwei Shadow World Death gezogen. Das mag möglicherweise ein bisschen gemein sein. Legen wir gleich Sylvanas. Den wir jetzt zwei haben, weil. Ja. Ich befürchte, der Gegner hat nicht so viele Legendaries. This is Legendary Battleground, dude. Man könnte fast meinen, das ist ein bisschen unfair. Schauen wir mal. So many possibilities. Nefarians. Warlock, you play with magic beyond your understanding. Bane of Doom. Der kann ja mal glatt mein Sylvanas killen. Der jetzt kein Mind Control Tech. Gibt ja immer nur 4 rein. Ja, gut. Da schauen wir mal, ob mein Gegner kriegt, wer mehr Legendaries hat. Imperial Taurisan ist sehr stark. Den Rest gefällt mir jetzt nicht. Die Lightbomb lass ich einmal weg. Ich werde mal mit Onyxe loslegen. Nur um sicher zu gehen, was an Bord zu haben. Wenn ich jetzt einen Taurus anlege und er legt was viel Fetteres, dann bin ich im Hintertreffen. Aber wenn er dafür Sachen billiger spielen kann. Das ist interessant. Hilft damit aber nicht so viel. Na gut. Ich bin aber gespannt. Okay. Ha. Ich möchte mal schauen, was ich da krieg. A Druid of the Claw. Ah, ich hab zuerst einen Drachen opfern müssen, damit die
Platz für 7 Minions hat. Aber es schaut jetzt sehr gut aus für mich. Vor allem möglicherweise kann ich einen Taurisan beschützen. Das heißt, die könnte dann auch immer mehr als eine Karten legen. Oder manchmal mehr als eine Karten legen. Hat nur Swipe. Man, wenn er nur Swipe hat, das wäre gemein. Ich glaube, er hat nur Swipe. Ach, hat meinen nicht so schlecht abgeräumt, würde ich sagen. Aber ich meine, darf ich zuerst legen. Schauen wir mal. Zwei Swipes. Aber es ging sich echt gut aus mit den zwei Swipes. Nicht ohne. So einen Kartenvorteil hat er. Aber er hat keine Swipes mehr. Soll ich versuchen, den mit Boom, mit den mit Boom-Bot zu killen? Oder ein Shadow of Death? Na, ich werde es mit Shadow of Death machen. Wobei, nein, mache ich nicht. Mach's so. So, aber mein Shadow of Death nur, bin mir sicher, da kommt noch irgendwas Fettes. Wildgrowth, okay, einfach nur um zum Karten ziehen, oder was? Ich glaube, das ist nicht unbedingt so beabsichtigt gewesen. Es sei denn, er sucht wirklich nach fetten Minions, weil er nicht so viel hat. Naja, dann kann schon sein. I must safeguard the land. Okay. Time waits for no one. Okay. Das ist etwas verwirrend. Verstehe nicht. Dann machen wir es sogar so. Ist ja nur einfacher. Okay, also Legendaries helfen schon mal ziemlich. Probieren wir es mal ohne Legendaries. Aber ich werde es auch mit Priester probieren. Ich glaube, das geht nur am ehesten. Da mal alles raus, was keine Sterne hat. Was Sterne hat. Dann wollen wir vielleicht sogar Mindvision reingeben, damit wir die Sterne vom Gegner kriegen. Ich nehme ein weiteres Fortstil rein. Der ist wieder Legendary. Faceless Manipulator.
den Storm mit Champion reinnehmen. Der Force Tank Max ist nicht so schlecht. Giants vielleicht. Dann bin ich schon zufrieden. Ach, ich hau noch Storm in Champions rein. Und Mountain Giant oder Clockwork Giants? Ist eigentlich wurscht. Ich glaube, ich habe niedrigere Mana-Kosten wie der Gegner. Und der fette Sachen hat. Das heißt, ich nehme den Clockwork Giant. Ich spiele doch ein paar Spells, die billiger. Aber beim Priest nur irgendwelche interessanten Spells. Haben wir noch ein Power Word Shield rein. Zum Karten ziehen. So. Machen wir das Ganze mal ein bisschen fairer. Vielleicht mache ich es mir jetzt ein bisschen unfair, aber schauen wir mal. Ich weiß ja nie, was man da kriegt. Anduin versus Gul'dan. Your soul shall be mine. The light shall bring victory. Die gebe ich mal weg. Aber der Faceless Manipulator und der Clockwork Giant schaut schon mal nicht so schlecht aus. Alrighty. Schauen wir mal, was wir da kriegen. Ein Ysera. Ich würde sagen, die kopieren wir gleich mal und legen einen Sunwalker daneben. Ich bin gespannt, ob er ein Siphon Soul in der Hand hat. Oder ein Dream. Emerald Dragon. Emerald Drake. Nice. Behältig. Sunwalk ist jetzt so eine Sache, wenn er einen Dream kriegt, dann kann er ihn wirklich auf Zahndruck nehmen und nur mehr killen. Immer gut, wenn man zwar Spells auf einmal spüren kann. Das ist doch mal ein Dream. Er kriegt da jede Menge Karten für den Clockwork Giant. Autsch. Stimmt, den hätten wir ja spüren können, gell? Und den auch. Das ist in der Tat nicht so schlecht. Schauen wir mal, was da drin ist. A Laughing Sister, na toll. Ist gar nicht so praktisch für mit Divine Shield. Schauen wir mal, was er hat. Ah, Siphon Soul. Schaut schlecht aus. Seiner lauter Minions, die ich nicht auf die Hand zurückgeben will. Am ehesten nur die Sera. Hätte ich vielleicht eh gerade machen sollen. Wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen. Er hat sicher schon einen Dream, dass es sowas auf die Hand zurückgibt.
Er macht eh schon 19 Schaden, aber vielleicht checkt das noch nicht. Etwas anders Druck auf die Hand geben müssen. Also Big Game Hunters sind ziemlich gut. Ah, checkt schon. Ja, also hier gibt Big Game Hunters, das müssen wir noch reingeben. Schauen wir mal, ob es das mal besser klappt. Ups, Playful Sprites. Machen wir das mal nochmal. Hallo. Schaut fast so aus, wie wenn Hearthstone gerade nicht gehen mag. Have you seen the weather? Hey. Oh, at least it's warm in here. Alrighty. Das, warum ich in Priester spielen würde, wenn man keine Legendaries hat, ist einfach, weil man gleich von Anfang an Mind Control hat. Außerdem auch die Shadow of Death sind sehr stark. Auch kann man die Legendaries aus dem gegnerischen Deck rausziehen mit Ford Steel oder wie heißt das, mein Vision. I must protect the one. The light shall bring victory. Gibt's mal was Besseres? Sehr schön, sowas mag ich haben. Bin ich mal gespannt. Okay. Der dürfte auch nicht so die fetten Sachen haben. Aber das ist gut genug. Dankeschön. Weil so ein Surge into Forest durchaus auch interessant wäre. Und lauter Minions kommen die Gegner nicht wirklich wegkriegen, weil sie halt Death Rattle haben. Also den werde ich Mind Controllen. Das ist gut. Und jetzt? Huh.
Well played. Hotel Bazaar! Hier gleich die Ysera. Genau jetzt. Ich kenne sie auch wieder. Alles okay. Nur halb so wild. I've got the beast in my sights. For Kel'Thuzad! For Blood! Komm einfach drauf. Letzte Worte. Der macht das schon. Ja, wenn er jetzt ein Minion zieht, ich muss das eh jetzt machen. Das ist aber ein ziemliches Problem. Ein bisschen kann ich nur raushalten. Aber nicht mehr lang. Oi oi. Ja, da brauche ich jetzt nicht mehr mein Control. Oder. It's something. Er hat doch zuerst den. Ja, passt schon. Oh, es schaut jetzt gar nicht so schlecht aus. Bin gespannt, was er hat. Okay. Aber mit Holy Nova und Big Game Hunter geht da was. Der legt wahrscheinlich nur mehr Towns. Ach, egal. Was kann schon nur passieren? Druiden ausprobieren. So. Savage Shroud brauchen wir. Druid of the Flame brauchen wir gar nicht. Poison Seeds. Sehr gut. Soul of the Forest. Gutes. Boss of Nature. So, muss sowas mal probieren. Hauen wir mal rein. Aber vor allem brauchen wir die Minions, die noch spawnen. Das wird bestimmt nix. Jetzt geht's hier vorne los.
Flirt wollen wir nicht. Den nehmen wir. Müssen wir einen Impmaster nehmen. Da tun wir mal rein. Mind Control Tech haben wir auch rein. Sludge-Belcher. Hallo, der Sky-Golem. Da geben wir aber noch irgendwas raus dafür. So Mana-Kurve brauchen wir hier nicht. Ah, es ist zu schlecht. So, probieren wir es mal mit diesem Brawl-Deck. Geht wahrscheinlich vorher nach hinten los. Ich werde mal schauen, dass ich irgendwie Soul of the Forest auf die Starthand krieg. Naturalize wäre wahrscheinlich nicht so schlecht gewesen. Liegt dagegen eine kleine Kälte Saal und ich kann nichts dagegen machen. Malfurion versus Gul'dan. Your soul shall be mine. I must protect the wild. Gehen wir das mal nur weg. Lumberrun nicht so schlecht ist. Das könnte alles gleich liegen mit der Coin. Aber es macht nichts. Also ohne den wie heißt's? Der schaut der Ollen plus 2 plus 0 gibt oder. Oder Soul of the Forest. Schaut schlecht aus. Auch Soul of the Forest oder das andere Ding. Ist leer. Gut auch schon tut's nicht. Es schaut um einiges besser aus, wenn ich jetzt nur ein Savage Roar krieg. Aber es wird sich glaube ich trotzdem nicht ausgehen, oder? Dann schicke ich da auch nur an, der einen Trading für einen Lado hat. Befürchte, das schaut nicht gut aus. My seal for Argus. Ja, ich hätte mir das Force of Nature auf der Hand behalten sollen. Wenn du die heilst. I will enjoy my dying.
mehr so gut aus. Ja, schaut gar nicht mehr so gut aus. Ich kann nur schauen, dass meine Minions am Leben bleiben und eben ein Soul of the Forest oder Savage Roar krieg, beziehungsweise beides. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ich sehe eigentlich nicht wirklich eine Chance da. Also, wenn man nicht so einen großen Kartenpool hat, ich würde einfach versuchen, mit Priestess zu machen, mit Shadow of Death und Mind Control sowie den Fort Steel kann man halbwegs was machen. Mind Vision, Fort Steel, Shadow of Death. Resurrect ist auch vielleicht ganz interessant. Mindgame, wenn's habt. Ja. Also, ich wünsche euch nur viel Spaß. Es schaut ganz lustig aus, eigentlich dieses Brawl auf jeden Fall besser wie einfach nur random Decks. Und dann sieht man sie wahrscheinlich erst in 2-3 Wochen wieder. Ich schaue noch schnell das Pack rein. War wohl nix. Okay, ciao und bis zum nächsten Mal.